Du hast mir einfach mal geschrieben, ja, mir eine Sprachnachricht geschickt und die ging so. Hi Olli, ich hoffe, dir geht's gut. Ja. Ich hoffe, du erinnerst dich noch an mich. Nein, jetzt schon. Ja, was heißt, ich hoffe, dir geht's gut, ne? Ich hoffe, euch geht's jetzt besser und besser auf jeden Fall, den Amira. Ja, und, beide ich Corona. Ich finde es richtig gut, dass du so viele wichtige Messages raushaust. Selbstverständlich. Also ich bin ja auch drauf und dran, immer so ein bisschen Mehrwert zu stiften für die Menschen, ne? Total. Und deswegen zuerst meinen neuen Podcast. Oh, geil. Alle möglichen Leute quasi interviewt. Mach mal so, also mach mal Name-Dropping. Über Leute, Sportler. Wieder-Jailer, jetzt am Dienstag. Super. Und aber auch irgendwie alleinerziehende Mütter und so. Alleinerziehende Mütter. Bock hat, mit mir gemeinsam eine kleine Message in die Welt zu hauen. Super wichtig, und, eine Message. Ja, ich würde mich mega freuen, wenn du auch dabei wärst. Also, das ist halt so ein Skype-Interview im Prinzip. 30, 40 Minuten. Und die Zeit sollte man haben. Meine Kanäle so ein bisschen promoten. Ah, super. Und das hilft ja. Ich weiß nicht, ob du Bock hast, ob du Zeit hast. Also Zeit hast du ja. Also wenn, dann wäre es nur der Bock. Den du bräuchtest noch. Und wenn du Lust hast, lass uns doch kurz drüber schreiben, quatschen. Meine Antwort, vielen Dank, aber keine Lust, nicht sauer sein. Vielleicht in 1 bis 2 Wochen. Er sagt ganz selbstlos, ja easy, gute Genesung, weiterhin euch beiden. Irgendwann hat er mal Bock auf Amira gehabt und hat einfach den Podcast mit ihr versucht aufzunehmen.